Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Jetzt der Mann, der neben mir sitzt, kommt. Ich muss schon lachen, bevor wir jetzt loslegen. Kannst du mir sagen, warum du Lotta ausgewählt hast? Was findest du an dem so lustig, spannend? Der ist mir nur in den Sinn gekommen, weil wir ja aktuell diese riesen Bundestrainer-Debatte, oder was heißt riesig, stimmt nicht, aber es gibt ja, wer wird neuer Bundestrainer? Da kam Lothar Matthäus auch auf und dann dachte ich, naja, wir können uns ja mal mit der Stimme von Lothar Matthäus auseinandersetzen. Ja, das vor allen Dingen, weil ich gar nicht im Ohr habe, wie er überhaupt spricht. Ich habe schon ein Klangbild, aber ich habe auch natürlich sehr im Ohr, dass er, was er so sagt, weil er ja schon eine Schwierigkeit hat, irgendeinen Fettnapf auch auszulassen. Aber jetzt wollen wir uns mal nicht auf das konzentrieren, was er sagt, sondern wie er es sagt. Ja, jetzt reden wir über Moukoko. Vielleicht der zukünftige Ballon d'Or-Gewinner nach Lewandowski in 10 oder 15 Jahren. Also ich habe ihn jetzt das erste Mal so richtig spielen sehen beim Spiel in Union Berlin, wo Borussia Dortmund ja 2-1 verloren hat. Aber was der da vorne veranstaltet hat, welche Geschwindigkeit er hat, welches Spielverständnis er hat, wie er die Situation erkennt, wie er abschließt, 16 Jahre, unglaublich. Also nicht nur das Tor, das er gemacht hat, sondern auch die ganzen anderen Aktionen, muss ich sagen, keine Angst, Leidenschaft pur und voll mit Energie. Also das wird mal ein ganz großer, da bin ich überzeugt. Und Borussia Dortmund kann sich natürlich freuen, aber nicht nur Borussia Dortmund, sondern auch die Bundesliga. Solche Spieler braucht die Bundesliga, weil davon profitieren wir. Lewandowski Weltfußballer, Bayern München Champions League, Moukoko 16 Jahre Champions League Einsatz gehabt, Bundesliga Einsatz gehabt und jetzt auch noch der jüngste Bundesliga-Torschütze. Also mehr geht nicht und lasst den Jungen bitte in Ruhe. Ich glaube, in Dortmund ist er in guten Händen, wird auch ein bisschen von den Medien ferngehalten und ich glaube, das tut ihm gut, weil was er will, ist Fußball spielen. Und wir lassen ihn Fußball spielen und erfreuen uns an seinen Leistungen und vor allem an seinen Toren. Ein langer Satz, der Mugogo bekommen hat. Der Mugogo, der Tore schießt. Der Tore schießt. Dann mal her mit deiner Analyse. Ich bin gespannt. Ich finde mit am auffälligsten die Art und Weise, wie er artikuliert. Also ganz unabhängig vom Dialekt oder auch nicht artikuliert, ja. Also ganz unabhängig vom Dialekt, den er natürlich auch hat. Ja. Dialekt finde ich total in Ordnung. Ja, finde ich auch schön. Das ist ja eigentlich dieses Rollen, der R macht es ja sympathisch. Genau, aber es ist eine etwas einseitige Artikulation. Mhm. Also die findet jetzt Spiegelgefährt irgendwie auf der einen rechten Seite, okay. Glaube ich, statt. Ja, genau. Das ist auch gut, da kann man ja auf der kommt dann. Achso, rechts hast du gesagt. Ich glaube, rechts, ja. Genau, und deswegen, das ist schon undeutlich. Ich habe am Anfang überhaupt nichts verstanden. Aber dann wurde es, finde ich, etwas besser. Ja, ich glaube auch in dem Moment, wo er sich so ein kleines bisschen mehr engagiert, sprecherisch. Dass dann besser wird. Ja, weil also es ist ja keine wenig Spannung drin. Nein, auch im Körper ist nicht so viel Spannung. Ja. Dabei hat er die als Fußballspieler ja sicher gebraucht. Also der wird ja in der Lage sein, Spannung aufzubauen. Sonst kannst du ja keine Tore schießen. Und das hat er ja gemacht. Definitiv. Du brauchst ja auch auf dem Fußballfeld eine gewisse körperliche Präsenz auch, um, keine Ahnung, zu zeigen, ich bin anspielbar oder dich gegen deinen Gegner sozusagen zu positionieren und durchzusetzen. Hier ist er nicht sehr präsent. Ich meine, gut, er sitzt jetzt da auf diesem gemütlichen Ledersofa und soll wahrscheinlich ja auch so ein bisschen lässig wirken. Ist ja sein eigener Kanal, ist ja nicht irgendwie ein Video, sondern sein eigener Kanal. Ja. Ich glaube, er möchte da irgendwie zeigen, ich bin ganz locker drauf und bin da tiefenentspannt. Aber tatsächlich bleibt dann von der Artikulation nicht mehr viel übrig und dann versteht man dich halt nicht, Lodder. Das ist schade. Ja. Definitiv sehr schade. Da würde mehr gehen. Was ich ganz schön auch finde, ist die Stimmlage. Also ich finde, es hat so eine tiefe Stimme, die mir gut gefällt. Aber die Stimme ist leicht heiser. Ja, definitiv. Kratzig ein bisschen. Ja. Was absolut. Aber auch mit dieser lockeren Körperhaltung zu tun haben könnte. Stimmt. Ich
ich weiß nicht, wie er, wenn er jetzt auch... Wenn er spricht, ist, ne? Genau. Also wenn die Stimmbänder halt so, wenn der Körper durchhängt, hängen halt auch die Stimmbänder durch und das könnte auch zu diesem Knarrigen führen. Absolut. Aber es ist nicht nur knarrig, sondern es ist auch kratzig. Ja. Was ich auch überhaupt nicht wahrgenommen habe, ob es das überhaupt gab, waren Punkte. Ich wollte mich ausmachen, schon lange, bevor er jetzt da fertig war und den Punkt gemacht hat. Guck mal, du siehst da, wie lange dieses Video gelaufen ist. Ich hätte das nicht so lange laufen lassen, aber ich wollte auf den Punkt warten, aber er kam nicht. Ja. Es kam noch ein Komma und noch ein Komma und dann dachte ich, jetzt ist er zu Ende. Dann hat er weiter erzählt und wieder ein Komma gemacht und dadurch verliert er, finde ich, besonders viel. Auch für die Verständlichkeit. Also wenn es undeutlich ist und keine Punkte da sind, dann wird es schwierig. Ja. Wobei jetzt botschaftmäßig war ja auch nur, dass es ein, ist ein toller Kerl ist. Ja. Mukoko, und das ist ja super. Das ist rübergekommen, auf jeden Fall. Ja. Das hat er klar gemacht, auf jeden Fall. Ja, aber warum nicht mehr Punkte setzen? Definitiv. Ja. Meine Pause auch entspannter einatmen können. Die Zeit zum Einatmen nimmt er sich nicht so sehr, sondern es ist eher so ein... Stimmt. Das kommt auch noch dazu. Also ich bin für 10 Punkte für Mukoko, aber leider nur einen für Lora. Du bist aber hart in deiner Bewertung. Okay. Ich bin ja Stimmtrainerin. Ich ist ein super Fußballer. Ja, absolut. Super Fußballer. Und ich finde, eigentlich finde ich sehr schade, dass ein so guter, erfolgreicher Fußballer sich so schlecht präsentiert. Ich finde es wirklich wahnsinnig schade. Ist ja ein Leistungsträger. Ist ein Leistungsträger, ist ein Vorbild. Und ja, finde ich schade. Ja, also mehr Präsenz für Lothar und deutliche Aussprache. Das wäre schön. Super schön.